Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Part haben wir den dritten Dungeon, das Tor des Windes, betreten und einige Räume haben wir da schon abgeschlossen und auch das Dungeon-Item haben wir beim letzten Mal noch erhalten, ganz am Ende vom letzten Part, nämlich die Maulwurfshandschuhe. Mit denen können wir jetzt uns durch Erde durchgraben. Yay! Wunderschön! Und damit zum Beispiel auch an verborgene Truhen rankommen mit vielen Rubinen, die mir nichts bringen, weil ich schon eine volle Rubine habe. Ja, ärgerlich. Aber trotzdem würde ich dann ganz gerne alle Truhen hier mitnehmen und mich schon überall durchgraben. Ich werde überall alles wegmachen. Aber es ist irgendwie voll satisfying, hier alles wegzunehmen. Die ganze Erde. Zumindest in dem Raum mache ich es mal kurz. So, das auch noch. Wunderschön. Gut, dann zurück. So, jetzt mit unserem Dungeon-Item können wir jetzt einiges an neuem Zeug anstellen. Genau, ich gehe dafür erstmal zurück. Wieder zum Hauptraum oder zum Anfangsraum. Denn auch da gab es ja schon... Oder ja, hier konnte ich sogar auch erstmal durchgehen. Ich gehe sogar erstmal hier durch, weil hier kommen wir zu Räumen, wo wir noch gar nicht waren. Und hier ist eben eine Truhe, die aber nur kurz da ist. Denn da muss ich eine Statue draufstellen. So. An die kam ich davor nicht dran, weil da eben die Erde im Weg war. Jetzt aber schon. Und dadurch erhalten wir ein blaues Glücksfragment. Gut. So, und hier nach oben, da, genau, war der Weg komplett blockiert, aber hier komme ich jetzt durch. Ich kann da mal auf die Karte gucken, ob hier vielleicht irgendwas ist. Nee, okay. Weil, ich meine, es könnte ja sein, dass irgendwie in der Ecke eine Truhe ist oder so. Ich glaube aber eigentlich, dass es nicht sein kann, dass, wenn da schon ein Erdblock im Weg ist, dass dann da darunter noch quasi etwas ist. Wenn irgendwo eine Truhe versteckt wäre, müsste das ein freies Feld sein. Und das ist hier nirgendwo der Fall. Hier ist alles zu mit Erde. Deswegen kann hier nichts mehr sein. Glaube ich. Okay. Oh. Okay, da bin ich schon beim Boss. Und habe schon mal ein Portal. Okay, das ist auch ganz gut. Habe ich schon mal die Boss-Tür gefunden. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, die Erde kommt sogar auch wieder, wenn ich den Raum verlasse. Alles klar. Ja gut, dann wissen wir schon mal, wo wir hin müssen, sobald wir den Boss-Schlüssel haben. Okay, jetzt bin ich wieder hier am Anfang, genau. So, ich könnte auch nochmal ganz, ganz nach links gehen, denn wir waren ja bisher nur bei 4 Türen hier im Anfangsbereich, aber es gibt noch eine 5. ganz links, wo ich halt nur hinkomme, wenn ich mich durchgrabe. Und das machen wir mal kurz. Und genau, da ist jetzt links oben ein freies Feld, da könnte also was sein. Ja, genau. Dadadadam, noch ein blaues Glücksfragment, nice. So, und, okay, Boss. Ach du Scheiße, das Ropes. Ich wusste gar nicht, dass die hier auch schon vorkommen. Okay. Bam! Oh, das war sogar ein Double-Hit mit der Wirbelattacke. Okay, also wirken jetzt nicht so stark, aber Wiss-Ropes sind schon trotzdem fiese Gegner. Auf die muss man aufpassen. Und wir kriegen dafür ein paar Muscheln. Nice. Wie viel habe ich da mittlerweile eigentlich? 644, okay. Weil ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht über 999 sammle. Weil das dann ähnlich wie auch bei den Rubinen aktuell nichts mehr bringt, weil die halt dann verloren gehen. Oder was ist verloren gehen? Aber ich kann halt keine weiteren mehr sammeln dann. Deswegen, sobald ich so viele habe, so um 900 rum oder sowas, dann muss ich gucken, dass ich die alle ausgebe, damit ich wieder wenige habe und ich wieder viele neue sammeln kann. Genau. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Müssen wir mal kurz orientieren. Hier waren wir ja ganz am Anfang beim letzten Mal. Ich gehe mal kurz hier nach oben. Weil ich glaube, hier gab es auch schon ein paar Stellen, wo ich jetzt mit den Maulwurfshandschuhen neue Dinge anstellen kann. Es ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wir einen Schlüssel bald mal wieder bekommen. Weil es gibt noch diese eine verschlossene Tür. Weil da waren ja zwei verschlossene Türen direkt nebeneinander. Und eine haben wir geöffnet, die andere aber noch nicht. Und deswegen müssen wir jetzt mal noch irgendwo einen Schlüssel finden. Aha, genau hier kann ich was machen. Hier ist aber nix. Obwohl da die Ecke frei war, okay. Hier, da ist eine Truhe. Mit einem roten Glücksfragment, sehr gut. Ist es das eine, was ich nur einmal bisher habe, oder habe ich wieder jetzt irgendeins fünfmal schon? Jetzt habe ich wirklich das eine fünfmal. Warum finde ich denn dieses blöde Zickzack-Dings nicht? Mann, so ein Kack. Na gut, genau, das haben wir schon gemacht. Hier ist noch eine freie Fläche, das war auch nichts. Aber trotzdem, immer so freie Flächen sollte man überprüfen, weil da eben etwas versteckt sein könnte. Okay, da kam ich sogar vorher auch schon hin, zu der... Leiter. Aber hier kann ich wieder neue Dinge machen, nämlich den Schalter drücken. Und der bleibt auch gedrückt, gibt mir eine Truhe. Und darin finden wir noch ein rotes Glücksfragment. Jetzt habe ich aber doch das eine gefunden, oder? Komm schon. Na gut. Okay, jetzt bin ich hier in dem Raum. Ja. Okay, also oben ist ja sogar ein Einzelraum. Ich gehe mal kurz dahin, was war da nochmal? Genau, hier war einfach nur der Kompass, glaube ich. Den haben wir hier gefunden. Und wenn ich nach rechts gehe... Ich muss nochmal kurz überprüfen,
ob ich da irgendwo mit den Marvus-Handschuhen jetzt weiterkommen kann. Nee, hier müsste ich irgendwie auf die andere Seite kommen. Aber es geht von hier aus nicht, oder? Ich kann es nicht schaffen, von hier aus auf die andere Seite zu kommen, glaube ich. Weil ich kann die Blöcke, glaube ich, nicht ziehen. Oder? Warte mal. Ein bisschen komisch ist es schon. Ne, genau, weil greifen ist ja auch die R-Taste und bei R-Taste gehen die auch weg, meine Klone. Nee, da komme ich nicht durch. Muss ich von rechts irgendwie kommen oder so? Okay, ja, aber ist nicht schlimm. Es gibt noch einige weitere Orte, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Okay, also hier bei der Tür habe ich, glaube ich, erstmal alles zumindest irgendwie. Da habe ich ja auch mir jetzt überall durchgegraben und nichts weiteres mehr gefunden. Dürfte also passen. Okay. Also wenn ich hier nochmal durchgehe. Ja, da war ich ja gerade eben erst. Das lassen wir erstmal. Warte mal, ich kann mal nochmal kurz hier ganz nach rechts sowieso gehen. Ah, da ist nämlich noch Geld, genau. Bringt mir zwar jetzt nicht viel, aber trotzdem. Yay. Ich glaube, der sind 50 Rubine. Ein grüner, ein großer grüner. Genau, hier war der Minish-Durchgang, wo ich dann zum Herzteil beim letzten Mal hinkam. Aber genau, hier sind doch jetzt noch ein paar Räume mit, wo ich mich durchgraben kann, oder? Genau, ja. Und da komme ich noch an neue Dinge ran. So, zum Beispiel. Noch ein rotes Glücksfragment. Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ich habe von den anderen so viele. Und das immer nur noch einmal. Das kann doch nicht sein jetzt. Und ich... Das ist so dumm, weil ich würde eigentlich wetten, dass die nächsten paar Vereinigungen, die wir machen, dass da alle Leute dieses eine rote haben wollen. Würde ich eigentlich fast wetten. Genauso wird es kommen. Und dann habe ich das nur ein einziges Mal bis dann nicht hergeben, weil ich dann gar keins mehr hätte ansonsten. Aber genauso wird es sein. Würde ich wetten mit euch. Ja? Na also, unfassbar! Das war wirklich cool, dass wir jetzt hier auch einige rote einfach so gefunden haben. Das ist krass. Okay, sehr schön. So, hier ist sogar auch noch eine verschlossene Tür. Das ist eine andere als die, die ich vorhin, meinte, oder? Das ist eine andere, ja. Hier komme ich auch erstmal nicht weiter. Das habe ich auch alles gemacht. Okay, dann bin ich hier, glaube ich, auch fertig. Bei diesem Abschnitt hier. Wo muss ich jetzt überhaupt dann weitergehen, frage ich mich gerade. Ich müsste halt irgendwie da rechts hinkommen. Da muss ich da irgendwie eine Leiter finden, die mich dann da nach oben bringt. Okay. Ich meine, hier ist ja nichts anderes mehr. Hier habe ich jetzt, glaube ich, auch alles gemacht. Bei diesem Abschnitt hier. Aber hier bei der Tür, da komme ich doch gar nicht durch. Genau, von hier aus kam ich da ja nicht durch. Okay, jetzt hänge ich sogar ein bisschen. Eigentlich, ich müsste irgendwo noch einen Schlüssel finden. Das würde meine Probleme lösen. Aber keine Ahnung, wo da noch einer ist. Warte mal ganz kurz, da bin ich schon noch durchgegangen durch die Tür, ne? So. Ja, genau, da waren die Wiss Ropes. Sonst aber nichts mehr. Ich gehe mal nochmal zu dem mittleren Raum, da wo auch eine verschlossene Tür ist. Bringst du was, wenn ich die Portale nutze vielleicht sogar? Ich meine, das kann nicht wichtig sein, habe ich halt eine Abkürzung oder so. Hier draußen war ich da schon mit den Marvus-Handschuhen? Ja, war ich auch schon, genau. Genau, da komme ich ja dann zur Boss-Tür hin über diesen Weg. Ja. Ich müsste halt... Okay, ich hab das Auge noch nicht, oder die Statue noch nicht besiegt. Ich mach das mal, ich glaube, das bringt nichts, ehrlich gesagt. Weil das halt nur auch ein Durchgang ist, sowohl von der linken als auch von der rechten Seite. Ich mach's auch mal trotzdem kurz. So. Ja, bringt nichts. Hier müsste ich halt irgendwie durchkommen. Aber ich kann jetzt mal nochmal diesen Weg hier entlang gehen. Mit den Marvus-Handschuhen. Vielleicht war hier auch irgendwo Erde, die ich weggraben kann. Das könnte sogar sein. Das ist eigentlich jetzt das Letzte, was noch übrig bleibt. Ich habe ansonsten doch alles gemacht, oder? Finde ich. Hier ist das blaue Portal. Ja. Hilfe! Okay. Ja, ich muss aber, glaube ich, gleich einen Schnitt machen, weil ich hier erstmal nicht weiterkomme. Und hier haben wir die Marvus-Handschuhe bekommen. In den Raum. Da haben wir auch den Part gestartet, ja. Also wir haben ja ein bisschen was Neues gefunden, aber halt keinen Schlüssel. Ja, dann schneide ich mal kurz, bis ich gleich den richtigen Weg gefunden habe. Ach so, mein Gott. Ja, ich bin so dumm. Man kann diesen Raum hier natürlich doch schaffen. Ich habe mir das mal auf der Karte jetzt angeschaut. Es gibt ja auch keinen anderen Eingang oder so. Ah, falsch. Deswegen, man kann diesen Raum hier schaffen, von hier, von links aus darüber zu kommen. Ich bin nur dumm gewesen. Sorry.
So, dich rüber. Okay. Denn ich kann ja jetzt diesen Block da auch noch nach oben schieben. Ich dachte irgendwie, dass das nicht gehen würde, aus irgendwelchen Gründen. Aber ja, geht natürlich schon. Und dann komme ich da oben durch, krieg da einen Schlüssel. Und mit dem komme ich dann weiter. Richtig? Weil der fällt wahrscheinlich wieder da nach unten, der Schlüssel. Ja. Na also. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Wunderbar. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen hange. Oder ein bisschen gehangen bin. Aber gehört ja auch dazu, dass man in einem Dungeon mal ein bisschen nachdenken muss. Aber ich bin jetzt noch relativ schnell drauf gekommen. Okay. So, jetzt komme ich hier weiter bei der anderen verschlossenen Tür. Das mache ich auch gleich mal. Denn da kommen wir dann noch zu einigen weiteren Räumen, wo wir halt noch gar nicht waren. Und können da auch noch einiges dann entdecken. Okay. So, okay. Ah, geht's auch wieder zurück, die Brücke da? Puh, das war knapp. Ich hatte Angst, dass wir da nicht heil durchkommen. Naja, so knapp war es jetzt auch wieder nicht. War schon ziemlich einfach. Ach du Scheiße. Okay. Aber ich glaube, die können mich nicht an den Anfang des Dungeons zurückbringen, wenn die mich erwischen sollten. Die machen mir einfach nur Schaden. Die Bodengrabscher hier. Aber lassen dafür gute Drops da. Und ich kann zumindest spielen, okay? Der eine Rubin da ist in der Wand. Ah, mir ist eh nur das Glücksfragment wichtig. Okay. Ich schau mal erstmal kurz den nächsten Raum an, bevor ich zumindest werde. Aber muss ich wahrscheinlich sofort. Okay, da ist dann noch eine Schlüsseltür. Aber ja, muss ich im Prinzip. Okay. Dann machen wir das kurz. Und da kam dann schon wieder so ein Rätsel mit Verdopplung. Das werde ich aber diesmal besser hinkriegen. Als es gerade eben, glaub mir. Dann muss aber erstmal hier groß werden. Oder nee. Achso, nee, hab ich doch jetzt den Minish zu früh gemacht, oder? Dann brauche ich den Minish doch noch nicht hier. Sofort. Weil weil im Prinzip kann ich ja auch als normaler Link da nach rechts rüberkommen. Jetzt bin ich sogar hier eingesperrt. Warum ist denn dann überhaupt die Möglichkeit da, zum Minish zu werden? Was bringt denn einem das? Ja, ich habe es wieder falsch gemacht, sorry. Ich stelle mich nicht gerade perfekt an in dem Dungeon. Aber den habe ich auch wirklich nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Die anderen beiden, die ersten beiden hatte ich noch eher im Kopf. Und den vierten habe ich, glaube ich, auch noch so halbwegs im Kopf. Meine ich. Aber den hier irgendwie nicht mehr so genau. Also sorry. Aber wie gesagt, ich finde, es gehört auch dazu, dass man auch ein bisschen failt und mal ein bisschen suchen muss nach dem richtigen Weg. Bin auch nicht perfekt. Aber ja, ist mir jetzt immer egal. So, denn ich kann mich ja hier verstecken. Und dann wieder rauskommen. So. Okay. Und dann komme ich hier nämlich auch so einfach rüber. So. Vier Schalter. Und zwei Statuen habe ich aber zur Verfügung. Und hier muss ich hindurchlaufen. Also wenn, dann würden überhaupt eigentlich nur die beiden hier Sinn machen. Achso, stimmt. Wenn ich die beiden nehme, dann komme ich immer nicht hier hindurch. Dann kann ich hier nicht hindurchlaufen. Okay, ich glaube, ich muss die beiden Ecken nehmen. Das würde nämlich gehen und wäre auch kompliziert und cool. Okay, dann will ich quasi genau hier eine Statue drauf. Und hier eine drauf. Und dann eben die beiden Ecken nehmen von denen. Weil dann komme ich sowohl durch diese Lücke dahin durch, ohne dass ein Klon von mir sich auflöst. Und ich kann auch die übrigen beiden Schalter noch treffen. Soll jetzt nur genau laufen. So, jetzt rüber. Dann hier runter. Perfekt. Yay, das habe ich gut gelöst. Yay. Und noch ein Schlüssel. Nice. Aber warum konnte ich jetzt da zum Minish werden? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ja, vielleicht brauche ich es für die verschlossene Tür. Das könnte sein. Okay, da ist dann der Boss-Key. Ja, hierfür brauche ich es. Um nämlich da oben reinzukommen. Und hier komme ich eh wieder nur zurück, okay. Und ich kann dann sogar hier auch wieder groß werden. Ich darf dann nur von denen nicht erwischt werden, als Minish, um Gottes Willen. Da könnt ihr mich ziemlich leicht zerquetschen, zwischen zwei Fingern, würde ich sagen. Aber ja, dann mache ich es kurz, dass wir zum Minish werden, da außen rumgehen und wir dann noch kurz zu diesem Durchgang da gehen. Keine Ahnung, was da ist. Ich glaube nicht, dass da ein Minish lebt oder so. Ich glaube, in Dungeons leben nie Minish. Aber vielleicht halt noch irgendwas anderes Cooles. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was Wichtiges dann ist, weil ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon alle verschlossenen Türen aufgemacht. Und die Boss-Truhe haben wir auch schon gesehen, die ist ja auch woanders. Deswegen mal gucken, was da dann gleich drin ist. So. Okay, perfekt.
Und dann gehen wir eben hier hindurch und finden dort nochmal einen extra Raum. Okay. Achso, das ist jetzt... warte mal kurz. Jetzt bin ich quasi im Auge vom Totenkopf, oder? Genau, das ist auch der, das ist der andere Augenraum, der gegenüberliegt zum anderen. Okay, okay. Und da ist ein Schlüssel, okay. Ne, es gibt auch noch einen Schlüssel, okay. Dann, ich will natürlich nicht die Elektro-Dinger befreien. So. Aber andererseits will ich das eigentlich schon, weil das könnte ja noch andere Secrets sein. Und die sind ja auch nicht schwierig. Ich nehme sogar mal dann das Schwert mal kurz weg und Bumerang auf die andere Taste. Ja, vielleicht kann ich es aber doch schaffen, dass ich alle anderen halt wegmache. Weil ich meine, vor allem die Lücken will ich halt noch erkunden. Also hier ist noch eine Lücke und hier noch. Okay. Aber Lücken habe ich mir jetzt alle angeschaut, dann kann eigentlich da nichts anderes mehr sein im Raum. Okay. Passt, glaube ich. Hoffe ich. Okay. So, dann nach unten. Nicht gegrabt werden von euch. Okay, perfekt. Und dann werde ich gleich wahrscheinlich noch irgendwo den Schlüssel jetzt sogar direkt dann wahrscheinlich einsetzen müssen, um dann zur Boss-Truhe hinzukommen. So, wir schon abwechseln. Beide schlagen. Na, scheiße. Was, der kann mich... Nein, der kann mich auch zum Anfang zurückschicken. Das können doch Bodengrab schon normalerweise nicht. Schnitz. So ein Kack. Spiele ich halt jetzt vorsichtiger mit Bumerang. So. Mann, ey, das ärgert mich richtig. Ich glaube, ich muss das Ding ja sogar gar nicht mal besiegen. Oh Gott. Ich hab mich sogar fast schon wieder erwischt. Okay. So, jetzt aber dann gleich komme ich zur Boss-Truhe hoffentlich hin. Okay, den Raum haben wir schon mal, glaube ich, von da links aus gesehen. Genau. Mhm. So. Am besten nur eine kleine Lücke machen, damit die nicht rauskommen können. Halten sogar einiges aus, die Gegner. Okay. Aber ich sehe hier keine Lücke mehr. Und deswegen kann hier keine Truhe mehr versteckt sein. Also warte mal, war ganz oben eine? Oben rechts? Nee. Okay. Aber hier, okay, da ist noch viel Geld drin in den Krügen eventuell. Aber das ist mir egal. Passt also. Okay. Jetzt kommen wir hier weiter. Und hier brauchen wir noch den anderen Schlüssel, den wir gerade gefunden haben. Genau, okay. Und dann kommen wir damit zur Boss-Truhe. Und können dann damit eben zum Boss hingehen. Und den Dungeon danach dann abschließen. Okay, nice. Ach ne, genau, jetzt bin ich ja zu weit oben. Und unter mir ist jetzt die Boss-Truhe. Kommt da noch ein Kampf? Oder wie? Achso, ich bin ja so hohl. Komm ich hier durch? Nee. Ich bin halt so dumm, ne? Das gibt's halt gar nicht. Das war doch so klar. Wenn das sogar dieses auffällige Totenkopfmuster wieder ist, dass ich mir halt da merken muss, wo ich runterfallen muss. Und natürlich mache ich's falsch. Mann, ey. So. Yay! Großer Schlüssel. Also ja, das war nicht gerade eine Glanzleistung von mir in diesem Dungeon. Tut mir leid. Aber na gut. So, jetzt wäre es sogar am besten, wenn ich mich krapschen lassen würde. Ich hätte sogar wirklich einen am Leben lassen sollen. Aber nee, ich komme ja so auch schnell zur Boss-Tour hin. Das passt. Nämlich über diesen Weg hier und dann nach unten. Da war, glaube ich, die Boss-Tour. So. Und hier nach oben. Da noch durchgraben. Und dann sind wir beim Boss. Ganz genau. Aber ich würde, glaube ich, sogar sagen, weil der Dungeon hat ein bisschen länger gedauert, weil ich ein bisschen gefailt habe, tut mir leid, dass wir den Bosskampf erst beim nächsten Mal machen. Und das ist das Thema für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Beim nächsten Mal werden wir dann wirklich den Dungeon abschließen können und eben den Boss besiegen. Ich hoffe, dass der Bosskampf besser läuft. An den kann ich mich, glaube ich, schon noch so halbwegs erinnern. Also ich weiß noch, glaube ich, wie er funktioniert hat so ungefähr. Aber ja, beim nächsten Mal wird der Bosskampf kommen und dann werden wir eben diesen Dungeon hier wirklich abschließen können. Gut, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.